diese Demokratiezerstörung durch die Altparteien. Dazu muss es ein Gegenmodell geben, eine Alternative für Deutschland. Deshalb Mut und Glück auf, Deutschland. Mut und Glück auf, du Land der Bayern. Setze ein Zeichen für die Beendigung der Herrschaft des Unrechts. Setze ein Zeichen an den Iden des März. Setz das Erwachen in Gang. Befreit das Land, liebe Freunde. Ich danke euch. Du weißt, dass ich mich für dich und deine Familie brennend interessiere. Ich frage mich, wer ist das, der da so profunde Wahlempfehlungen raushaut? Und deshalb nochmal ein paar persönliche Fragen, die ich schon so oft gestellt habe. Stimmt es, dass deine gesamte Familie seit Lebzeiten auf Kosten des deutschen Steuerzahlers hier in Deutschland lebt? War es sexuelle Gier, wirtschaftliche Berechnung oder einfach nur Langeweile, weswegen dein Vater 12 Kinder da in diesem Flüchtlingslager gezeugt hat? Stimmt es jetzt, dass er wirklich weder Deutsch lesen noch schreiben konnte? Wie konnte er dann unser Grundgesetz feiern? Hast du ihm das etwa vorgelesen? Das ist eine wahre Meldung. Wir leben in einem Universum intellektueller Vollverschleierung für die ausländische Familie mit kleinen Kindern. Es ist an alles gedacht. Es wird absolut professionell aussehen. Ach so, jetzt wird mir einiges klar. Das ist skrupellos, wenn man eine Deutschtest-Betrügerbande, die für 5.000 Euro mit gefälschten Ausweisen für Migranten den Deutschtest ablegt. Allerdings gab es ein unerwartetes Problem. Die Betrüger konnten selbst nicht richtig Deutsch. Da habe ich mich an tiefste DDR-Zeiten erinnert gefühlt. Das muss man sich mal wirklich vorstellen, was dieses Land zu einer Bananenrepublik verkommen ist. Außerdem habe ich die Frage gestellt, ob es aus Trieb, religiöser Überzeugung oder wirtschaftlicher Berechnung erfolgt ist, dass ihr Vater 12 Kinder im Lager gezeugt hat. Wie ich meine, absolut freie Meinungsäußerung, Interesse. Die von mir getätigten Aussagen waren geeignet, dahingehend interpretiert zu werden. Wenn ich was beitragen kann, dass dieses Gesindel wieder verschwindet, dann mache ich das. Er war ein gefährlicher Psychopath. Er besitzt kein Rückgrat. Er bewegt sich kriechend vorwärts, kriechend rückwärts, ist schleimig, zur Selbstverstümmelung fähig. Ein Krebsgeschwür, ein kranker Mann, zerfressen von Hass und Dummheit. Dann kam er natürlich wieder. Sie kletterten über den Zaun. Jetzt wird nach ihnen gefahndet. Plötzlich sacken sie 2,5 Meter in die Tiefe und sagen sich, aha, jetzt gibt er sich zerknirscht und lässt mitteilen. Und jetzt kommt der absolute Hohn, was beweist, was wir uns mittlerweile hier bieten lassen müssen. Ich nehme doch mal an, es gibt dann auch Sonderzulagen. Sag mal, wo leben wir denn hier eigentlich? Aber es geht ja noch weiter. Ich sage, jemand, der Land und Geld Deutschlands an illegale Immigranten verschenken will, whatever it takes. Pass mal auf, Bürschchen, erstens sind wir hier drin stark, aber draußen sind wir noch viel stärker. Also ich meine, ich habe dir damals da bewusst eine Fährte gelegt und du bist allen Ernstes darauf angesprungen. Und um in einer jugendlichen Sprache, die dir ja irgendwo auch gebührt, jetzt mal etwas auszudrücken, wie geil ist das denn? Vielen Dank. Tritt jetzt gegen das Team Deutschland an, was besteht aus meiner Wenigkeit, Tim Kellner, und meinem Rechtsanwalt Hendrik Schnelle aus Detmold. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, in was für einem Land wir hier leben. Man könnte lachen, wenn es nicht so tragisch ist. Es wäre so einfach gewesen. Ihrer Anregung folgend habe ich daher um meine Entlassung gebeten. Ein Fortschritt ist dazu erkennen. Wenn ich was beitragen kann, dass dieses Gesindel wieder verschwindet, dann mache ich das. Unfassbar, Hammer, sensationell. Also ich bin komplett außer mir. Du bist für mich eine lebende Satire. Das sind die Hetzer. Das ist skrupellos. Typische Unterwürfigkeitsorgie. Das ist aller
hat man mir mitgeteilt, dass ich nicht mehr Mitglied der Lebenden sein kann. Dieser Anregung folgend habe ich deshalb um ein Messer und einen kleinen Wandschirm gebeten, hinter dem ich das Nötige vollziehen kann. Ich kann mich immer nur nochmals bei dir bedanken. Toll, super, klasse.